7 Uhr morgens. Albert Häuser kurz vor Dienstbeginn. Er freut sich auf den Tag. Dabei ist die Umgebung wenig einladend. Hohe Mauern, Stacheldraht. Hier leben 490 Straftäter. Der 81-jährige Mediziner steuert das Krankenhaus des Gefängnisses an. Seit 2006 arbeitet er hinter Gittern. Mulmiges Gefühl überhaupt nicht. Ich habe also nie eine Anfeindung hier erlebt und nichts. Im Gegenteil. Mir ist schon passiert, dass ich an dem Ort, wo ich wohne, durch die Straße gegangen ist. Da ist ein ehemaliger Gefangener gekommen und hat mich mit meinem Namen genannt. Begrüßt hat meine Frau gesagt, wieso kennt der dich? Sagte ich, ja Gott, er war mein Patient gewesen im Gefängnis. Ja. Und so sehe ich immer wieder einige Leute, die das da schon mal da gewesen sind. Aber wenn ich die anständig behandle, wissen sie, ich habe ihnen geholfen, dann muss ich auch nichts befürchten. Ja. So, danke schön. Albert Häuser ist einer von 6 Ärzten in der JVA. Er leitet die innere Abteilung mit 30 Betten. Natürlich sind die Krankenzimmer auch zugesperrt. Dieser Patient leidet an multipler Sklerose, verbüßt eine mehrjährige Haftstrafe. Ich finde es ja großartig, dass Sie das Dysabri so vertragen und dass da keine Komplikationen auftreten. Denn das hilft Ihnen natürlich. Dr. Häuser ist zufrieden. Die aufwendige Immuntherapie schlägt an. Die Vorgeschichte nehme ich zur Kenntnis, muss ich ja wissen, mit wem ich es zu tun habe, damit ich auch ansetzen kann. Also wenn es ein gewalttätiger Mensch ist, werde ich mich schon mal ein bisschen, zunächst mal etwas vorsichtiger an sein Bett nähern. Ja. Es ist nichts, was mich gegen ihn aufbringt oder irgendwie eine Meinung zu ihm bringt, sondern ich habe nur da, ihn abzuholen, wo er meine Hilfe braucht. Kurze Frühstückspause. Eigentlich wäre der ehemalige Oberarzt einer Neuwieder-Klinik seit 16 Jahren in Rente. Einfach nur zu Hause zu sitzen, war aber nichts für den vierfachen Vater. 3 Monate später heuerte er in Wittlich an. Die Stellenanzeige hatte seine Frau entdeckt. Seitdem genießt der heute 81-Jährige das Gefühl, noch gebraucht zu werden. Das ist wichtig, ja. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste im Menschenleben, dass man dieses Gefühl hat. Wenn man das mal aufgibt, da ist das schon der erste Nagel im Sarg. Ja. Mir macht es eben Spaß, hier vieles zu erleben und Lebensläufe von Menschen zu sehen und alles. Das interessiert mich schon. Und ich sagte ja vorhin, ich brauche kein Krimi zu sehen und gar nichts. Das ist, mein Leben ist so erfüllt, aber in Realität. Weil Patienten aus mehreren Bundesländern in Wittlich behandelt werden, landen auch bundesweit bekannte Straftäter früher oder später auf dem Behandlungstisch von Dr. Häuser. Auch den Trierer Amokfahrer hat Albert Häuser medizinisch betreut. Ich muss meine Profession machen. Ich muss sein Zuckergut einstellen, wenn er da was hat, und muss also den Blutdruck einstellen. Allerdings, dass ich ihm noch Zuckerbrot gebe, das natürlich nicht. Also ich werde ihm nicht, wenn er Geburtstag hat, jetzt noch hingehen und sagen, ach, Sie haben heute Ihren Geburtstag, jetzt gratuliere ich Ihnen ganz herzlich. Könnte sein, dass ich das in einer versteckten Form mache und sage, ist es nicht traurig, dass Sie jetzt hier Ihren Geburtstag so feiern müssen? Haben Sie mal nachgedacht, wieso das so gekommen ist? Dr. Häuser möchte weitermachen, solange seine Gesundheit mitspielt, weil er weiß, dass er wirklich hinter Gittern gebraucht wird. Musik